So, heute Abend gibt es wieder Zirkus Halligalli. Was für eine Überraschung. Es ist ja immerhin Montag. Und wir haben einiges vorbereitet. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn man davon spricht, dass heute Abend bei Zirkus Halligalli der wohl größte Streich der Fernsehgeschichte verübt wird. Und ihr könnt zuschauen, weder an mir, noch an, dir. Ja, ich bin selber manchmal ganz durcheinander, ich verwechsel uns auch. Stehst du dann auch manchmal vor Leuten und sagst so, hallo, ich bin Joko? Ja. Und stellst dich als passiert mir manchmal. Vor? Ja, ja, total, ja, klar. Ist mir noch nie passiert. Nee? Nee. Dass du ja sagst, hallo, ich bin Joko? Ich korrigiere nicht mehr, wenn Leute sagen, ach Klaas, grüß Sie. Ne? Ja. Dann sage ich nichts mehr, aber ich würde mich nicht als dich vorstellen wollen. Aber passiert das wirklich noch so häufig? Dass Leute mich als Klaas auf Umlauf ansprechen? Ja. Durchaus, ja. Ja? Ja. Bei dir nicht mehr? Selten. Also, ja. Sie sagen, einer setzt sich durch irgendwann, ne? Ja. Dann werden beide als Klaas angesprochen. Dann geben wir einfach nur deine Gene weiter, okay? Ja, von mir ist das in Ordnung. Gut. Wie auch immer du das meinst. Wir haben diesen großen TV-Streich an jemanden ausgeführt, der selber eine Menge dafür getan hat, einmal so richtig verarscht zu werden. Denn er hat in den letzten Jahren hier einen guten Freund nach dem anderen reingelegt in unseren Sendungen. Und nun war er mal dran. Und ich sage so viel, es haben ihn ungefähr 50.000 Leute gleichzeitig reingelegt. Und zwar so richtig. Ne? Also schönere, ausdrucksstärkere Gesichter wird man nicht mehr sehen bei Zirkus Halligalli als heute Abend. Also das solltet ihr euch anschauen, wie wir unseren Profi-Lockvogel einmal in die andere Position gebracht haben. Und jetzt er derjenige ist, der komplett uns auf den Leim gegangen ist. Und nicht nur uns, sondern eine ganze Menge andere Leute auch. Außerdem freuen wir uns auf zwei Gäste am heutigen Tag, die gleichzeitig hier im Studio sein werden. Sie sind beide, kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, die deutschen Musiker schlechthin gerade im Moment. Ja, sie sind sehr erfolgreich. Der eine wohnt bei mir ums Eck, habe ich die Tage gesehen. Da hat er eine Haustür aufgeschlossen. Dachte ich, so ist ja lustig, dass er bei mir ums Eck das wohnt. Das interessiert ja viele Leute. Ja, nee, da können wir nachher in der Sendung mal gerne im Detail drüber reden. Das ist nämlich der Kasper. Und der andere wohnt in Hamburg, ne? Das ist der Bosse. Wohnt er in Hamburg jetzt wieder? Ich dachte, der wohnt in Hamburg. Ja, stimmt, tut er. Der geht immer dienstags mit meinem Freund Marc zum Fußball. Ja, ja, guck mal, da muss er in Hamburg wohnen, weil der Marc wohnt. Genau. Ja, das interessiert die Leute ja. Ja. Also, Bosse und Kasper heute bei uns. Wir freuen uns sehr darauf. Die werden ein bisschen sprechen, auch über ihre Festivalerfahrung, denn sie haben ja gemeinsam mit den Kraftclub-Leuten da was Neues installiert. Da werden wir heute drüber sprechen, über jede Menge andere Sachen. Vielleicht gibt es auch noch die Vertonung von ein paar Online-Kommentaren. Bosse setzt sich, glaube ich, mal ans Klavier später und hilft uns, mit den Beleidigungen aus dem Internet besser klarzukommen, indem das in schöne Melodien kleidet. Ja. Und wir haben auf der Bühne noch einen sehr aufstrebenden jungen Mann, der eigentlich so in den Startlöchern für eine Weltkarriere steht und mit einem Auftritt bei Zirkus Halligalli das Ganze manifestieren wird. Sam Smith heute bei uns. Und all das heute Abend um 10 nach 10 ungefähr. Fertig? Guck mal, ich kann zaubern. Ist fertig? Ja. Ist fertig.